Seit 1854 hat Würzburg einen Bahnanschluss. Seit 1988 besteht Anschluss an die Neubaustrecke. Heute erreichen die unterfränkische Stadt 6 Kursbuchstrecken. Bayernweit gehört er zu den bedeutendsten Bahnhöfen und hat im Netz der DB einen hohen Stellenwert. Neben dem Regionalverkehr sind es die Fernzüge, die Würzburg im Takt bedienen. Mehrere Intercity-Linien erreichen die fränkische Metropole. Heute sind es meist E-Loks der Baureihe 101, die vorgespannt sind. Seit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke nach Hannover im Frühjahr 1991 hält der ICE regelmäßig in Würzburg. Heute sind es 3 ICE-Linien, die hier Station machen. Begleiten wir den ICE 886 auf seiner Fahrt von Würzburg nach Hannover. Es ist ein ICE-Zug der Baureihe 401, der auf dem Weg ist. Von 1989 bis 1993 kamen insgesamt 60 Garnituren davon auf die Gleise. Parallel zu unserem Zug ist eine Regionalbahn Richtung Gemünden unterwegs. Über eine Rampe vor dem Steinbergtunnel verlassen wir Würzburg. Auf den 327 Kilometern bis nach Hannover werden wir knapp 60 Tunnel durchqueren. Der Landrückentunnel ist mit fast 11 Kilometern der längste. Bis auf wenige Ausnahmen beträgt die Streckenhöchstgeschwindigkeit 280 km/h. Nach 93 Kilometern und 31 Minuten schneller Fahrt wird Fulda erreicht. Die Stadt ist ein zentraler Eisenbahnknoten in Osthessen. Fulda ist für den ICE ein wichtiger Unterwegshalt. Hier besteht Anschluss nach Frankfurt am Main, Bebra, Gersfeld und Gießen. Nach Kassel fahren die Cantus-Züge. Unser ICE ist wieder auf dem Weg. Bis zum nächsten Halt in Kassel-Wilhelmshöhe sind es knapp 90 Kilometer. In der Nähe von Fulda wird die Rombachtalbrücke überquert. Sie gehört zu den größten Bauwerken der Neubaustrecke und ist mit rund 95 Metern die zweithöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland.
Wenige Kilometer weiter folgt die längste Brücke der Strecke. Auf 1628 Metern Länge überspannt die Fulda-Brücke bei Solms das Tal. Kassel-Wilhelmshöhe ist erreicht. Der Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ist im Rahmen der Neubaustrecke völlig neu gestaltet worden. Im Sommer 1991 begann hier das Zeitalter des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Deutschland. Bis zum nächsten Halt in Göttingen sind es nur 44 Kilometer. Nachdem wir die Kasseler Berge hinter uns gelassen haben, verläuft die Strecke jetzt weitgehend in der Ebene. Trotz der kurzen Strecke bis zum nächsten Halt fahren wir wieder Tempo 250. Göttingen, die traditionsreiche Universitätsstadt im Süden des Landes Niedersachsens. Hinter dem schmucken Empfangsgebäude verbirgt sich ein moderner Bahnhof. Die ICE-Station ist heute ein wichtiger Knoten im Fern- und Regionalverkehr. Von hier aus fahren Regiozüge in alle Himmelsrichtungen, wie nach Zwickau, Ottbergen, Kassel, Bebra oder nach Uelzen. Fünf ICE-Linien machen in Göttingen Halt. Im Stundentakt fährt die Linie 25, München, Hannover, Hamburg. Wir sind wieder unterwegs. Bis Hannover müssen noch mal 99 Kilometer zurückgelegt werden. In weniger als einer halben Stunde werden die Vororte von Hannover erreicht. Im Hintergrund der Bahnhof Hannover-Laatzen. Einfahrt in den Hauptbahnhof Hannover. Dreh- und Angelpunkt des Regional- und Fernverkehrs in der Region. Die 327 Kilometer von Würzburg aus hat der ICE in genau zwei Stunden zurückgelegt.